Im folgenden Film zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Modell WOW richtig bedienen und einstellen. Zur Einstellung der optimalen Sitzhöhe betätigen Sie den innenliegenden Hebel auf der rechten Seite. Drücken Sie den Hebel nach vorn und entlasten Sie den Stuhl beim Einstellen. Kopfstütze nach vorne drücken, die gewünschte Höhe einstellen und die Stütze einrasten lassen. Zur Einstellung der Rückenlehne drücken Sie die Lehne nach vorne, heben oder senken diese und lassen sie in der gewünschten Position einrasten. Rückenlehne andrücken, einstellen und einrasten lassen. Die Armlehnen lassen sich mehrfach verstellen. Zur Höhe. Zur Bestimmung der optimalen Höhe drücken Sie die Armlehne nach hinten und stellen Sie die gewünschte Position ein. Seitlich sind die Armlehnen stufenlos schwenkbar und passen sich somit der natürlichen Bewegung an. Lendenwirbelunterstützung. Drehen Sie dazu das graue Drehrad an der unteren Rückenlehne. Position austesten und mit dem Rad die ideale Einstellung für eine gesunde Sitzposition finden. Gegendruck der Rückenlehne. Sorgen Sie für optimalen Gegendruck angepasst an Ihr Körpergewicht. Ziehen Sie das seitliche Drehrad raus, regulieren Sie mit dem Rad den Gegendruck und schieben Sie das seitliche Drehrad zurück. Der Stuhl ist optimal eingestellt, wenn er ohne Anstrengung nach hinten schwenkt. Und noch einmal. Rad rausziehen, drehen und schon ist der Stuhl auf Ihr Gewicht eingestellt. Synchronmechanik. Die Synchronmechanik sorgt dafür, dass die Neigung der Rückenlehne permanent der Sitzposition folgt. Betätigen Sie dazu aus der Sitzposition heraus den linken Hebel und stellen Sie eine der 5 möglichen Positionen ein. Damit erreichen Sie, dass sich der Stuhl der jeweiligen Sitzposition anpasst und sich auf die unterschiedlichen Körperwinkel einstellt.